schaut euch die Wolken einmal etwas genauer an. Über die natürliche Wolkendecke mischt sich eine zweite Wolkenschicht, die von Flugzeugen gemacht ist. Die Öffentlichkeit spricht von Kondensstreifen. Jedes Düsenflugzeug hinterlässt eine Spur aus heißem Wasserdampf. Dieser Kondensstreifen verschwindet wenige Minuten, nachdem er entstanden ist, wieder. Die Regierungen behaupten, dass diese Wolken harmlose Wolken sind, die wegen der Temperaturunterschiede entstünden und keine Auswirkungen auf das Wetter oder die Menschen haben. Ich bin kein Meteorologe, deswegen halte ich mich an die Aussage von Experten. Einige von ihnen glauben, dass es eine neue Art von Wolken gibt, eine Wolkenart, die von Menschen gemacht wird, Cirruswolken und Chemtrails. Chemtrails unterscheiden sich stark von den Kondensstreifen. Obwohl sie auch hinter Flugzeugen entstehen, sind sie gänzlich anders. Sie verschwinden nicht wie die Kondensstreifen nach kurzer Zeit wieder, sondern breiten sich langsam zu einer dichten Wolkendecke aus. Warum gibt es diese Chemtrails? Woher kommen sie und woraus bestehen sie? Viele Chemtrail-Theorien sind im Umlauf. Wettermanipulation ist da die gängigste darunter. Wir wissen, dass Wettermanipulation existiert und angewendet wird. Mit fast 3000 Flugeinsätzen wurde zum ersten Mal im Vietnamkrieg der Monsunregen derart verstärkt, dass die Gräben der Vietcongs überschwemmt wurden. Damals versuchte man so, deren kriegerische Handlungsfähigkeit einzuschränken. Chemtrails bestehen nicht nur aus Wasserdampf. Wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Menschen und die Erde. Neben der Ernte gibt es einige andere Naturkatastrophen, die mit der Kontrolle über das Wetter konstruiert werden können. Hochwasser und Stürme, mit der Unterstützung von Harp vielleicht sogar Erdbeben und Tsunamis. Vielleicht benötigt man hierzu die Chemtrails als Brückentechnologie, also praktisch nur als Nebeneffekt. Wenn Chemtrails aus Aluminium und Barium bestehen, dann können Chemtrails das Immunsystem lahmlegen. Jeder, der Chemtrail-Nanopartikel einatmet, läuft Gefahr, an Asthma, Lungenkrebs und Alzheimer zu erkranken. Wenn du das nächste Mal draußen bist, dann werfe einen Blick auf den Himmel und die darauf herumirrenden Wolken. Sind es wirklich natürliche Wolken oder sind es künstlich gemachte Wolken? Vielleicht ist das hier Erzählte auch totaler Quatsch. Finde es selbst heraus. Suche die Wahrheit, denn sie macht dich frei.